Recht herzlich willkommen zur 107. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier vor Ort wieder und ja, das ist unsere Rakete hier. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie wir da hinkommen. Wir müssen hier auf Ziel. Wir haben ja schon, warte, bei der Karte einmal einblenden. Wir haben ja schon letztes Mal hier die Bahn eingetragen. Müsste eigentlich so passen. So, jetzt müssen wir dann ausrichten. Wir haben jetzt hier irgendwie 37 Minuten Zeit, um das zu machen. Dann wollen wir da mal starten, oder? Denke ich mal. Also, wir gehen mal rüber Richtung dem blauen Kreuz. Gucken wir, dass wir da hinkommen. Das war natürlich die falsche Taste da gerade. Einmal da ausrichten. Ein bisschen links noch. Ja, der Dralo hatte mir geschrieben und hat natürlich meine Fehler alle gefunden, ist klar. Hatte mir dann zum Schluss noch zwei Auswahlmöglichkeiten hingesetzt. Einmal abbrechen und mit der Martha da hochzufliegen, damit die mehr Erfahrungspunkte kriegt. Oder die zweite Option halt, ja, akkurat dahin fliegen und am Äquator landen. Ich wollte ja, wie gesagt, diese drei Missionen machen, deswegen habe ich das auch schon anders ausgerichtet. Also am Äquator wollte ich gar nicht groß landen. Ich wollte eigentlich zusehen, dass ich eine von diesen drei Landemarken da erreiche und dann dadurch eine schon erledigt habe. Ich gehe von aus, dass man die alle nacheinander machen kann und nicht alle auf einmal. So, jetzt haben wir das ausgerichtet. Ich denke mal, das müsste soweit gut sein. Jetzt müssten wir die Zeit ein bisschen vorspringen lassen. So, dann schauen wir mal, dass wir da rumkommen weiter. 50, wir könnten sogar schneller. Oder? Ne, sind wir zu nah dran. Aber hier hinten wird es irgendwo gehen, aber ich glaube, das lassen wir mal besser. Ja, ich sehe schon, wir gehen nochmal gerade zurück und korrigieren nochmal. Wir sind nämlich dann doch ein bisschen aus der Bahn rausgekommen. So sieht das besser aus. Dann wieder beschleunigen. So. Und 17 Minuten, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Na, kann ich mal noch ein bisschen schneller lassen. So, 3 Minuten, 2 Minuten. Jetzt gehen wir langsamer. 2 Minuten. Ich glaube, wir können auch schon vorher brennen. Sind wir jetzt noch? Und wir sind schon auf 1. Gut, jetzt nochmal akkurat ausrichten. So, gut ist. Ja, dann denke ich mal, können wir jetzt anfangen zu brennen. So, wir haben auch, glaube ich, gleich eine Stufe schon leer. Warte, lass uns da mal rüber gehen. Jo, ist so. Dann einmal jetzt Vollgas. Und dann die nächste Stufe. Und dann müssten wir das ja gleich hier so hinkriegen, ne? Ja, sieht doch ganz nett aus, oder? Dauert jetzt ein bisschen länger. Aber das kriegen wir schon runter. Ja, macht eigentlich einen ganz netten Eindruck alles. Das kleine Triebwerk ist natürlich nicht so effektiv wie das große eben, oder die großen. 600 hier. Dauert. Aber kriegen wir schon hin. Okay. 500 noch. Hälfte haben wir ungefähr gleich. Ja. Ich glaube, wir gehen in den anderen Modus mal. Dann sehen wir hier besser, wie wir da uns annähern. Irgendwann springt der ja rum, ne? Und dann muss ich hier schnell X drücken. Damit wir den korrigieren können. Sieht irgendwie so aus, als ob das gar nicht schneller geht, ne? Aber gleich wächst er schnell, ne? Und da können wir ja noch weit weg sind, können wir noch gut korrigieren. So, jetzt geht's schneller. Jetzt explodiert er gleich.
Ja, jetzt geht er schnell, der Bogen. So, 120, 10, 190, 80, 70, 60, 50. Jetzt habe ich mich erschrocken dadurch. Nochmal Z. So. Jetzt müssten wir mal. Ach, ich sehe ihn ja da. Das irritiert das Lilane, ne? So. Und jetzt glaube ich, machen wir mal Feintuning. So, jetzt mal hier gerade. Müsste der untere sein, ne? View from here. Und wir sind der da, oder was? Nee, noch nicht. Nee, wir sind schon am Ziel vorbeigeschossen, sozusagen. Ja, das ist nicht gut. Wir wollten dahin, sind aber schon woanders. Ja, ist halt so. Dann müssten wir jetzt ein neues Ziel machen, dass wir das besser korrigieren können, ne? Den weg. Und da, Add Manöver machen wir da. Und wir wollten ja da unten mehr runter. Nee, andersrum dann. Hier. Ja, noch ein bisschen mehr rüber müssen wir dann. Ja, ist gar nicht mal so übel, ne? So, und dann sind wir auf der Linie, wo wir da landen können. Da müsste so ungefähr sein. Ja. Jetzt passt's, ne? Ja, da kommen wir dran vorbei an den Punkten. An einen von denen auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gerade gucken. Neu ausrichten. Wir haben 9 Minuten dafür. So, dahin. Was wir aber noch tun können, können noch gucken, dass wir die Kurve schneller kriegen, indem wir vielleicht ein bisschen Schub wegnehmen. Okay, 42.000 ist ja auch schon was, ne? Das geht schon. Ja. Okay. Noch ein bisschen neu ausrichten hier. Wir haben noch 9 Minuten. Vielleicht können wir es auch ein bisschen noch vorschieben. Müssten wir eigentlich, ne? Aber wenn wir es noch zeitlich nach da schieben, müssen wir aber wieder ein bisschen mehr Schub geben. 34, machen wir noch ein bisschen mehr. Und machen wir auf 3 Minuten. Was haben wir jetzt hier? Ich sehe es nicht. Ist in der Zeit drin, 105. Ein bisschen weniger. 84. So. Jetzt müssen wir neu ausrichten, sehe ich schon. Aber wir müssen gerade einmal gucken, wie es hier ist. Das ist noch gut. Einmal neu ausrichten, bitte. Nein, andersrum. Nee, nach rechts. 2 Minuten sind das noch. Korrigieren müssen wir dann nicht ganz viel, nur ein ganz bisschen, wie man sieht. So. Ja, pendelt noch wieder daneben. So, oder? Wenn man den größer machen könnte, ne? Das wäre auch nicht schlecht. So. 1,53. Aber im Endeffekt müsste das jetzt auch schon gehen, oder?
Na komm. Einmal die Zeit laufen lassen. 20 Sekunden. 50, 40, 30. So, und dann, ich weiß nicht, ich glaube, wir machen den Schub so. Und gut ist. Jetzt müssen wir nochmal schauen. 102. Aber ja, wir müssen irgendwie noch rum. Ich weiß nicht, ob wir. Ja, da geht's auch noch rum. Okay. Und stopp. So, da müssten wir eigentlich in dem Bereich, na, kommen nochmal einen Tacken mehr, in dem Bereich von diesen drei Marken vorbeikommen. Und die Höhe ist mit 66.000 ganz nett. Kriegen wir hin, oder? So, damit ist das erledigt. Und können dann eigentlich hier ein neues Manöver setzen. Und zwar da einfach nur ein, warum wir eigentlich kein Manöver für setzen, ne? Da müssen wir nur einbremsen, ne? Und fertig ist. Und das sieht dann eigentlich so aus, ne? Ja, ich glaube, wir kommen an einer Marke da vorbei. Können wir noch minimal ja verschieben dann. Und dann sollten wir einen von diesen drei Punkten erledigen können. Activate Navigation. Ja, es müsste einer von den Sachen hier sein, ne? Wollen wir hoffen. Walk on the surface of the moon. Flag, gut, das ist was anderes. Ach, das ist. In der Höhe müssen wir da vorbeifliegen. Oh. Spaceflight 10.700 Meter und da 10.600 Meter. Okay, und dann müsste man noch wissen. 10.600. ZT9H ist dieser. Und dieser ist. Da müssen wir, glaube ich, landen, ne? Ja, und dieser ist dann der andere. TXS, genau. Da müssen wir gucken, dass wir in der passenden Höhe dann da vorbeifliegen. 10.600 Meter, das kriegen wir auch bei hinten, stimmt hin, denke ich. Ja, gut. Dann können wir jetzt mal hier, zack, ein bisschen beschleunigen. Also noch mehr beschleunigen. Nochmal beschleunigen. Irgendwann muss doch da. Ja, da kommt die Angst vor, wenn man ihn nicht sieht. Da ist er. So. Okay, da kommen wir jetzt hier gleich an. Und dann. Sind wir auf der neuen Bahn um den Mond rum. So, und jetzt müssen wir hier ja eigentlich so rum ausrichten gleich, ne? Das müsste ja der passende sein. Geht natürlich jetzt nur, wenn wir auf normaler Geschwindigkeit sind. Haben wir ja jetzt schon mal gelernt. Ne, das ist doch eine andere Flugbahn wie die da. Jo. Aber wir werden das gleich da schon hinkriegen, denke ich. Warte mal. Dieser ist der Landeanflug und die beiden sind die Positionen. Schade, ne? Die sind dann noch ein bisschen anders, aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, wir fliegen dann da vor und da gibt es einfach mal einen Gegenschub und dann kriegen wir schon den Orbit hin.
Ja, nochmal beschleunigen. So. Gut. Einfache Geschwindigkeit, ja. Mal ein Stück vor. Und hier an der besten Stelle natürlich Gegenschub leisten. So, jetzt. So, ein bisschen raus. Irgendwie sieht das gerade komisch aus. Aber passt schon, ne? Ja, wird schon sein. Ja, passt schon. Da kommt er. So. Noch mehr. So. Ja, ist nicht verkehrt. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch das ganze Ding drehen erstmal. Und zwar würde ich das dann hier unten machen wollen. Da machen wir ein Manöver, adden wir da. Und dann halt Stopp. Irgendwie. Achso, wir haben ja kein Ziel hier. Was ist das? Der weg. Den machen wir auch nochmal weg. Ich denke, wenn wir dann. Ja, wir können das gleich hier schon irgendwo machen. Hier. Add Manöver. So. Ich hoffe. Ne, das sind die anderen beiden. Gut. Wo war? Da ist er. Ich glaube, wir müssen noch mehr rüber. So ist es. Gut. So, dann müssen wir ausrichten. Immer hier passend, ja. Ah, hier ist er wieder. So. Gut. Bisschen runter und da sollte es gut sein, oder? Nicht ganz optimal. Ja. Ich glaube, so geht's. Gut, dann müssen wir an der Stelle noch vorrücken. Aber ich sag mal jetzt, das machen wir in der nächsten Folge. Dann gucken wir, dass wir da passend hinkommen. Machen den Orbit kleiner auf die passende Höhe. Und dann schauen wir weiter. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.